Hallo Freunde, einen wunderschönen Mittag. Wir sind hier am Wasserturm, dort wo die Reichen und Schönen wohnen. Ich wurde von Christian Pudlow, meinem Freund und DJ-Kollegen nominiert, bei der ELS Ice Bucket Challenge mitzunehmen. Wichtig ist mir, weil mir es ein bisschen so vorkommt, dass ein bisschen viel Wasser und Eis verschüttet wird und ein bisschen wenig gespendet wird, dass wir was spenden. Deswegen werde ich mein komplettes DJ-Gehalt des nächsten TIFF-Auftritts spenden. Der ist irgendwann im September. Das Gute daran ist, deswegen machen wir das auch, das ist umsatzbeteiligt. Das heißt, umso mehr Leute da sind, umso mehr verdiene ich, umso mehr kann ich spenden. Außerdem stelle ich noch eine Spendendose auf, wo jeder Musikwunsch Geld kostet. Aber jetzt will ich mich erstmal nicht um meine Pflicht drücken und mich im Eis baden. Haben wir noch 10 Sekunden, um der ganzen Warmduscherei ein Ende zu machen? Ansonsten hoch die Hände, Wochenende. Das war für einen guten Zweck und ich nominiere natürlich auch 3 Leute. Und da das ein bisschen Spaß machen soll, nominiere ich Leute, die viele kennen. Da ist zum einen der Tanzschulhengst Christian Lamadé. Zum anderen finde ich, dass unser Bürgermeister Dr. Peter Kurz hier teilnehmen sollte. Und dann nominiere ich Brötchenkönig Marc Grimminger. Vielen Dank, ihr habt 24 Stunden Zeit und das war's.